Mikrofon ist das, der Laptop ist heilig. Lass den Laptop stehen. Das ist das Handy hier. Wie geht's aktuell mit der YouTube-Monetisierung? Aktuell funktioniert es tatsächlich. Bei dem Golf 3 war die Problematik tatsächlich. Ja, was war die Problematik? Also, wir haben letztendlich den Bremssattel getauscht. Dann haben wir das Ding ein bisschen eingebremst. Und dann habe ich meine 23% hinten auf der Bremse gekriegt. Also, die beste Bremse der Welt hat er hinten links nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der LRB das Problem ist. Aber ist okay jetzt. Ich schätze, wenn du den Wagen jetzt jeden Tag fährst, wird sie jetzt alle wieder freilaufen. Was haben wir denn da? Das Hallendach wurde nicht repariert. Nein, der wird auch so bleiben. Obwohl, wir hatten tatsächlich, hatten wir hier Polen auf dem Dach am Samstag. Weiß nicht, was die gemacht haben. Simba, X30 Turbo, immer gerne. Decken habe ich bei der Kupplung, dass sie durchfährt, solche Strecken. Naja gut, ich kann dir schon mal jetzt spoilern. Also entweder ist er auf dem Abflipwagen hergekommen. So vom Gedanken her so, weißt du? Oder ist hierher gefahren. Renault 21 bei der H-Kennzeichen hat dieses Renault 21 Modell, sieht man so, wie es war. Ist wirklich so, das stimmt, ja, ist ausgestorben. H-Kennzeichen war aber auch grenzwertig, ne? Also war wirklich, also die Optik ist halt okay, weil ich das mit einem Rennwagen belegen konnte, wie der damals mit Renault war. Der ist ja 1:1 an den Rennwagen angelehnt, hat der Marco damals so entschieden. Und das ist auch ganz gut, weil der schlechtere Lack, der eigentlich nicht so gut ist, der Lack ist nicht gut von dem Auto eigentlich, wurde aber ziemlich gut, auch von dem Dings bedeckt. Kunde, guten Abend an dich. Der grüne Golf 3 Variant, du, der ist fährt, Lukas. Kunde gekauft und fährt. Eine Honda Shadow, geiles Ding, Alter, Siggi. Geiles Ding, aber ich glaube, Motorräder kaufen im Winter. Mofas gehen immer, ne? Aber naja gut, ich weiß nicht, was die X30 Turbo kostet. Wahrscheinlich wird die auch zu teuer sein für mich im Einkauf. Mal gucken, wer weiß. Gordon liebt zum Beispiel X30 Turbo. Das ist eins von Gordon seinen Lieblingsmopeds, die er so hat. Auf einer Liste. Der wird auch ein Mopedsammler. So langsam geht er in die Richtung. Kennzeichentlich eigentlich Ärger bei der Polizeikontrolle. Rückfahrt mich. Nein, das ging. R21 war tatsächlich der Rückweg von Michi mit der Polizeikontrolle war sehr witzig auf jeden Fall. Das Problem ist halt, ja, wie soll ich denn sagen? Motorräder Off-Season zu kaufen, hast du recht, sind billiger. Aber du musst halt erstmal das Geld haben, den ganzen Kram dann einzulagern bis zum nächsten Sommer oder bis im Frühjahr. Das Problem ist von mir jetzt zum Beispiel, als Beispiel jetzt. Jetzt nur als Autohändler gedacht, okay? Oder Motorradhändler in dem Fall. Ah, du hast Motorradhändler gedacht. Guck mal, ich kaufe mir jetzt, was weiß ich, weil ja Winter ist, so eine Harley hier wie die da für, ich sag mal, 5.000 Euro. Ne, als Beispiel. So was kostet ungefähr 9, wenn du es kaufst, oder 10 oder 8, je nachdem, in welchem Zustand die sind, okay? Gut, pass auf. Das ist ja schon mal an sich eine ganz gute Sache, so von Gedanken her. Ist ja günstig. Das Problem daran ist, dann kaufst du dir mehrere Motorräder für einen günstigen Kurs im Winter. Das Ding ist aber, dann hast du das und dann steht das erstmal lange Zeit rum. Das heißt, der TÜV läuft ab und du musst ja das Geld, was du dafür ausgegeben hast, mal auch irgendwann wieder reinkriegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal jetzt, 6.000 Euro für 4 Autos bezahle, gleichzeitig, als Paket kaufe, das kann ich auch alles machen, so, ne? David, Alter, ich danke dir für 12,22 Mark, ne? Ja, Roadtrip kommt, erzähl ich noch was, Alter. Also hier, weißt du, jetzt nur so als Beispiel, kaufe ich das, 6.000 Euro, kaufe mir dann 4 Autos, das kann ich auch bezahlen, aber ich muss mir das Geld dann relativ schnell wiederholen, weil mir das dann im nächsten Monat fehlt. Weil dann kommt ja diese ganze Nebenkostenbombe wieder und hier und da und dort. Das heißt, wenn ich sowas mache, kann ich es nur machen, wenn es dann halt relativ schnell dann wieder reinkommt. Klingt dumm, ist aber wirklich so. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Märchen. Und das wäre natürlich, wenn ich jetzt ganz viel Motorräder kaufen würde. Sonst wäre es eigentlich ganz cool, als Motorradhändler, so in Anführungsstrichen, weil da hast du ganz viele Dinger rumfliegen, so, ne? Schweres Thema. Weiß ich auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Naja, hier haben wir auf jeden Fall ein frisch geputztes Museum. Ich habe es nach dem Museumstag nach geputzt. Bisschen blöd. Ich hatte Holgi noch da gehabt. Christi, habt ihr gesehen, ne?
BKDET 35i Rekord, ihr geht alles so Wieting, Max, irgendwie schade. Keine Ahnung, wer weißt du das denn? Und wenn es dann nach so Wieting geht, ist Michi sein Kram. Michi, den Kram. Michi hat den Kram von mir gekauft, beziehungsweise getauscht oder ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, es ist doch sein Kram. Weißt du, ist doch okay, der kann auch machen damit, was er will. Ich kann jetzt ja auch zum Beispiel, was weiß ich, den Honda da verkaufen oder den 6er BMW. Heiko, keine Sorge, mache ich nicht. Den Camaro, konnte ich ja auch, ne, so als Beispiel. Aber ne, es ist ja, ich habe da ja auch mal irgendwie dann, weißt du, das ist das Thema so. Sven, komm ungefähr hin mit dem, bist du geschrieben mit der Erstzulassung. Ja, das ist ja alles sein, Gottes Willen, soll er machen. Und ich würde es tatsächlich auch witzig finden, wenn Autos von mir bei Wieting auftauchen, weil wir haben das Thema ja schon mal gehabt mit dem hier, mit dem Bug. Der steht ja immer noch rum, keiner will den haben. Scheiße, Alter, arme Bug, gib doch mal ja den Bug im Zuhause. Richtig traurig drum, die arme Sau. Moin Timon, Alter. Wissen, was ich meine? Neulich eine A-Klasse CD aus 2010, ein der TÜV. Oh, 2010er A-Klasse, Alter. Jetzt sind wir so Autos da, da kriege ich immer so Zahnschmerzen. Was soll der kosten? Ich glaube 2,8. Der ist gar nicht mal so teuer. Ich finde den Preis tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also den Preis finde ich gar nicht mal unfair. Das Auto war auch nicht schlecht. Ja, mit dem 6er BMW, das ist ein typisches Auto, wenn man es verkaufen würde, hat es nicht wieder. Ist genauso. Genau wie die Witwe. Wenn die Witwe verkaufen würde, würde ich nie wieder kriegen. Oder wenn ich jetzt den Renault 21 verkaufen würde, ich würde ihn ja auch nicht wieder kriegen. Das ist, so viele gibt es davon ja nicht mehr. Ne? Also das ist immer so ein Problem. Wenn du jetzt einen Golf verkaufst, einen ganz normalen 1,6er Golf oder so, den kriegst du auch mal wieder. Aber solche Sachen sind halt so Gurkenunikate. Was ist der Guck? Der Bug, Lukas. Der Bug. Der Bug ist ein Buick, den ich vorher gefahren habe. Eine Einser habe ich auch, René, klar. Golf 2, 5 Türer zum Tausch. Läuft. Du, schreib doch mal vor. Ja, wir kaufen die aus echtem Kreis. Entweder ich, Erich, Michi, es geht immer irgendwie. Hier ist mein Einser für dich eben, hier. Da, guck, habe ich auch. Ah, frisch entstaubt. ob ich den Renault jetzt endlich behalte, weiß ich noch nicht. Ich bin da ganz ehrlich. Das kann ich auch erzählen, warum. Das liegt nicht am Auto. Das Auto tatsächlich hat sich jetzt bewährt. Ich kenne das Auto. Und hier, ich würde jetzt überall mit hinfahren. Weil ich ihn jetzt auswendig so kenne. So, ne? Aber ich muss natürlich überlegen, weil ich möchte tatsächlich sehr, sehr zeitnah. Den Chrysler gibt es nicht mehr. Den Stratus. Ich möchte sehr, sehr zeitnah mit diesem Auto hier nach Marokko fahren. Und ich habe bis jetzt noch nicht die Ahnung, wo ich die Kohle hernehme dafür. Das heißt, es kann eventuell sein, dass ich wahrscheinlich mich, wenn der Laden jetzt nicht, der Autohandel jetzt nicht glühen sollte, weißt du, dass ich mich hier, wie soll ich sagen, dass ich dann irgendwas verkaufen muss. So, wisst ihr, was ich meine? Sascha, auch nicht bestanden, Kuschel? Klar kann das sein, Mann. Fahren wir schon eine Autobahn mit dem Ding. Wenn du nur Diesel hast, macht das ganz viel aus. Diesel ist hart. Hart empfindlich auf sowas. Ich würde das wegtun, da mein Ersatzteil so schlecht dafür bekommt. Ja, ich weiß auch nicht. Also Ersatzteile jetzt schlecht dafür bekommen, ist ein Thema für sich. Du kriegst schon viel für das Auto. Aber immer das, was ich brauche, hast du nicht gekriegt. Das war das Problem, letztendlich. Ich fahre mit dem Trabi nach Marokko, ja, nach Marrakesch. Das ist mein Plan wenigstens, wenn wir nicht da ankommen. Dann lackierst du den Camaro, irgendwann mal. Und ich habe schon wieder ein anderes Projekt, was ich hinten stehen habe und lackieren will. Das hört er nicht auf. Wer hat LKW-Zulassung? Der Renault da? Oder was meinst du mit LKW-Zulassung? Ein Trabi nach Marokko, hinten auf dem Schleppwagen. Z-Fahrs auf dem Schleppwagen. Das liegt aber daran, weil viele diesen Kanal noch nicht lange kennen. Ne? Das ist das Thema, das kann man gar nicht vorwerfen. Aber meine, wo dieser Trabi schon überall war. Überall, Alter. Überall war dieses Auto schon. Jeder Ecke, jeder Gurkenecke. Guckt ihn euch an. Guckt, das fährt doch überall hin, das Ding. Der hat voll Bock. Guckt ihn euch an.
Guckt, seht ihr ihn? Habt ihr ihn in diesem Blick? Habt ihr ihn? Er steht vor euch. Guckt. Übrigens, Bruder 51, ich danke für, das ist hart hier, 21 Mark. Er hat noch Bock. Nur nicht mehr viel Sprit. Ich habe keine Ahnung, ob wir in Marokko ankommen. Ich habe echt keine Ahnung. Ein Baggers B1000 fehlt mir, ja. Moin, Tommy, Mann. Wenn du heute noch mal 15 wärst, wirst du ein Lautschrauber. Ich bin die Schrauber geworden, Alter. Michi, mein Schatz. Moin, du. Ich bin noch nie Schrauber gewesen. Also ich habe tatsächlich nur Hobby. Ich bin beruflicher Baugeräteführer. Ich habe nichts mit Schrauben am Hut eigentlich. Wetter in Urlaub war gut, ja. Das war sowieso ganz komisch. Also fährst da, weißt du, das ist... Also wenn ihr in Kroatien fahrt, okay? Kroatien ist so, das ist einfach ein riesengroßer Berg. Du fährst so ein riesengroßes Land lang. Ganz, ganz lange. Wetter ist kalt. 12 Grad, 15 Grad. Und irgendwann, ganz plötzlich, kommt ein Tunnel. In diesen Tunnel fahrt ihr rein. Dann guckt ihr auf euer Thermometer, sieht plötzlich dann ganz plötzlich, wie das dann 16 Grad, 17, 18 Grad, der hat ein Thermometer drin, der Renault, ne? Und dann fährst du aus diesem Tunnel raus, bekommst du außer der Halle. Und dann plötzlich Sonne, du siehst die Adria und jeden Meter, den du runterfährst, wird es immer wärmer, bis zu 25 Grad. Dann sitzt du da so. Und hast du gedacht, oh scheiße, Urlaub fällt voll ins Wasser, ach kacke, warum tust du das überhaupt an? Weißt du, und dann am Wasser, Traumwetter. Total warm, total geil. Nie verstanden. Also das ist total warm, so ein bisschen über 20 Grad haben wir gehabt. Aber okay. Den roten Astra F Caravan geworden. Ja, wahrscheinlich Autohandel, Alter. Aber wir hatten schon ein paar davon, ne? Astra F Caravan. Die meisten haben es aber nicht geschafft. Meistens wegen Ross an der Henne-Achse. Neues Bike? Ja. Ich hab ein neues Bike. Habe ich echt. Würde ich jetzt da? Nein, das ist ein neues Bike. Ja, echt jetzt? Was soll ich euch erzählen? Würde ich jetzt? Das ist hier. Ja, das war so. Ja, das Bike war plötzlich da. Weißt du? Doof erzählt. Heute war Museumstag und da kam einer aus der Community mit dem T4-Bus angefahren und hat mir gesagt, Max, ich tausche ein Motorrad gegen eine Rolle Panzertape und einen Müllbeutel. Weil seine Frontscheibe verloren, eine Seitenscheibe verloren hat. Klaus, moin du. Ich sag, ja, okay. Und dann kam... Das sieht witzig aus. Ich finde gute Haare für meine Frau. Habe ich Geschenk gekriegt. Cooles Ding, ne? Total nett. Ist eine hier Honda CM 200. Nee, 200. Nah dran, Chris. Nah dran. 200, aber das macht auch nicht viel aus, ne? Das ist aber so ein Twitter-Modell irgendwie. Das ist die 185er von der Optik schon her. Aber die hat noch den 200er Motor drin gehabt. Hat er mir so erzählt. Das ist ganz komisch, das Ding. Aber ist cool. Hat Papiere, hat natürlich keinen TÜV, aber sieht relativ TÜV-ig aus. Aber gut, jetzt brauche ich die jetzt unbedingt. Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich finde es cool. Ich finde es witzig, das Ding. Er hat gesagt hier, dass das Ding passt hier ganz gut auf. Mich ist der LKW schon bei Wieting drin. Echt geil. Feier ich. Ich habe schon Wieting-Metall drauf. Passt doch. Roland, ja klar, wie immer, ne? Weiß ja, wie das ist. Irgendwie ist immer klar.
Der Tiefe ohne Seitenscheibe, genau der. Ich kann die nicht anreißen, die läuft nicht. Beziehungsweise, die läuft schon, aber da ist kein Sprit drauf. Ich habe mal probiert, die mit ein paar Jungs hier anzurollen, aber ich habe leider meinen letzten Sprit habe ich leider schon wieder verballert. Also hier, heute habe ich Fiete 5 Liter gegeben und dem Capri. Also ich habe keinen Sprit mehr liegen. Der Kawashima ist schon wieder leer ausgegangen, die arme Sau. Hamburger Jung, Carsten, moin zurück. Lange nicht gesehen und doch wieder erkannt. Das ist doch gut mit dem Berlingo. Wie gesagt, Hafenschrauber kann so guten Kram abtüdeln mit den Jungs und Mädels. So, hier, das war übrigens gestern mein Daily. Ich habe mal probiert, was der so kann. Habe ich leider ein bisschen lange stehen lassen, das Ding. Das Colt-Video ist schon locker ein halbes Jahr her, Sascha. Locker. Würde ich hier mal gucken. Sommer vielleicht machen wir damit. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Das werde ich. Habe hier heute erst bekommen. Bin allgemein noch sehr unsicher. Mit D-Max, René, glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Recaros drin? Ach, mein Plan mit den Sitzen einbauen. Ach ja, du hast recht. Sowas würde ich doch niemals nicht machen. Klar. Guck hier. Ja, Recaros drin. Sie bringst das mit der Soundbox. Die sind drin. Hat Gordon gemacht für mich. Hat er auch geil hingekriegt, muss man wirklich sagen. Bisschen dunkel, aber seht ihr die Recaros da drin? Das sind die aus dem TA7. Die sind reingeflogen. Ist ja Bescheid. Kommt auch ein Video zu. Tatsächlich. Oder ein Teil vom Video mit rein. Ne? Nach Tacho, Anlauf, Lavi-Klappe 190. Und nicht mit der 200er. Ich habe gehört, dass du mit Uwe telefoniert hast wegen dem Golf-Kombi. Welchen Uwe? Hä? Ja, der Capri läuft, also ich muss sagen, tatsächlich, ich bin enttäuscht. Also der Vergaser ist immer noch Mist. Ich bin jetzt ein bisschen gefahren mit dem Auto, also heißt mit nach Hause gefahren, da ist die Batterie auch kaputt. Ich muss mit Powerbank immer starten. Also viel schneller ist das vorne jetzt, wenn man eine neue Batterie kriegt und eventuell noch mal ein bisschen Liebe kriegt. Ja, die Reifen waren zweimal platt, deswegen eiern die jetzt. Auch super toll. Und hier, ich brauche einen Vergaser für den Wagen. Also brauche ich, den Vergaser ist Mist für den Teil. Da brauchen jetzt hier, ja, das sind 2 Liter Vierzylinder drin und da brauche ich einen Vergaser für. Vernünftigeren als den. So richtig, Michi, so richtig am Laufen ist er doch nicht. Aber ist auf dem Weg dahin. Aber hat Recaros drin. Ne, wisst ihr Bescheid. Schau mal, der hat eine Miete. Das sieht schon mal beschissen, nicht mehr so beschissen aus von innen. Die anderen liegen auf dem Dachboden oben. Der wird oben hochgeschmissen noch. Heute Morgen noch tatsächlich, vom Museumstag. Schnell, upp, hoch die Scheiße. Kannst du wieder. Ja, geht wieder alles. Ich kann wieder alles hochladen jetzt. Momentan wenigstens. Ich weiß jetzt nicht aktuell, weil ich habe gestern was hochgeladen und noch nicht geguckt, aber müsste gehen. Ne? Hier, der. Sorry, hat mich verdrückt. Hat mich verdrückt. Habe ich gesehen gerade. Entschuldigung. Beim Umschalten. Naja, wie soll ich sagen? Ich habe ein schweres Ding vor mir jetzt, was mir persönlich echt schwer fällt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber ab morgen fange ich an, meine Autos abzumelden. Echt jetzt? Weil ich habe das Wetter draußen angeguckt und habe mich entschieden, das ist ziemlicher Scheiß, was jetzt auf uns zukommt. Und ich melde alle meine Oldtimer jetzt ab. Nicht alle, aber viele wenigstens. Alle, die ich halt nicht so oft bewege. Und schmeiße die auf die roten 07er-Kennzeichen, weil es keinen Sinn macht, damit hier zu fahren. Aber das nervt, das ist ein scheiß Gefühl irgendwie. Das gefällt mir gar nicht. Aber gefällt mir wirklich nicht. Also, kennt ihr das? Das ist total blöd. Ich mag die Kennzeichen ja so gerne leiden, die weißen mit schwarzem Grund hier, wie an dem zum Beispiel hier. Sah voll gut aus. So. Oh, das wird schwer. Ehrlich schwer. Also irgendwie ganz doof, weil ich kann die ja immer noch fahren mit nur 7er und so, ne? Aber das ist der nächste schlimmere Schritt. Also mein Plan ist es jetzt, gibt es auch ein Video zu tatsächlich, wo ich wieder gekommen bin, gibt es ein separates Video.
Ich will jetzt einige ausabmelden von meinen eigenen. Die kommen alle auf eine 7er drauf. Nee, das mache ich nicht. Online-Abmeldung mache ich das. Ich fahre jetzt im Amt.